hier bei Brigittes Stempelstelle. Ich freue mich riesig, dass ihr wieder bei mir eingeschaltet habt und das, obwohl ich schon seit so langer Zeit keine Videos mehr hochgeladen habe, aber jetzt in der Vorweihnachtszeit, weil das ist es, sobald der Mini-Katalog von Stamping Up rauskommt, ist für mich Vorweihnachtszeit. Denn da sind natürlich wieder so tolle Weihnachtssachen drin. Und ich möchte euch heute einen kleinen Trick zeigen zu der Stanze Süßes Sternchen. Die sieht so aus und mit der machen wir heute mal ein paar Sterne. Und zwar genau die Sterne, die hier auf Seite 47 vom Mini-Katalog abgebildet sind. Da kann man nämlich einen Kranz machen und wie man diese Sterne so 3D-mäßig hinbekommt und es am besten noch ganz, ganz einfach, das zeige ich euch jetzt. Dazu braucht ihr natürlich Stanzteile und zwar stanzt ihr euch natürlich schon mal eine ganze Ladung von diesen Sternchen aus und dann ist es am besten, wenn ihr euch eine kleine Schablone macht. Ich suche gerade meine kleine Schablone, die ist nämlich nicht mehr da. Da ist sie. Und zwar, der Trick an dieser Schablone ist, dass ihr einfach einen Punkt in die Mitte macht. Und zwar machen wir das aber jetzt ein bisschen aufwendiger und ein bisschen besser als in meinem Modellstück. Ich nehme mir da am besten ein Lineal, Geodreieck, was auch immer. Und dann machen wir das mal so, dass wir die ganzen Ecken verbinden. Dazu lasse ich mein Video jetzt schneller laufen. So, und wenn wir die alle miteinander verbunden haben, dann haben wir hier einen Mittelpunkt und durch diesen Mittelpunkt macht ihr jetzt einfach einen Pix. Der Aufhebhelfer von Stamping Up hat ja hier eine Falzknubbelaufsatzteilvorrichtung und dann gibt es natürlich auch noch diesen Pixer und ich mache jetzt hier den Pixer rein. Und mache hier in die Mitte ein schönes Loch. Das drücke ich mir auch von beiden Seiten durch. Und dann habe ich nämlich hier eine schöne Vorlage für meine Perforierzwecke. Es ist nämlich dann so. Dann mache ich mir dieses Falzteil jetzt auf meinen Aufhebhelfer und drücke jetzt hier in die Mitte, wo ich die Markierung habe, mal durch und habe dann hier auf meinem Stern nämlich auch diese Mitte und dann kann ich mir immer diese Falzlinien ziehen, nämlich immer von der Mitte zu den Ecken. Hier zu den Innenecken. Und dann drehe ich den Stern um und falze hier noch die richtigen Spitzen nach. Wichtig ist nur, dass er die umdreht, also dass er auf der einen Seite die Bergfalten habt und auf der anderen Seite die Talfalten. Und so könnt ihr nämlich dann die ganzen Sterne vorbereiten. Und jetzt braucht ihr sie nur noch ganz leicht nachfalten. Und habt dann nämlich eure Sterne so, wie ihr sie gern braucht. Nämlich so, dass sie ein bisschen 3D-mäßig aussehen. Und für das ist nämlich diese Handstanze echt ganz klasse, dass ihr euch diese Sternchen ausstanzt. Und es gibt da auch ein ganz süßes Stempelset dazu mit diesen Weihnachtsmännern. Das ist wirklich allerliebst.
Und so könnt ihr euch dann die Sternchen vorbereiten und habt dann 3D-Sternchen, genauso wie im Katalog abgebildet. Und dann ist noch so, wenn ihr jetzt nämlich auf die Seite, die hohl ist, einen Dimensional klebt, dann könnt ihr das auch schön auf eine Karte kleben. Und der Stern klappt sich nicht so schlimm ein. Und so könnt ihr jetzt lauter Sternchen vorbereiten und habt die Möglichkeit, dass er einen Kranz macht, genauso wie im Katalog beschrieben oder abgebildet. Jetzt weiß ich nicht mehr, welche Seite es war. Ah, das sind ja so süße Sachen. Ja, sind sie. Genau, dann könnt ihr euch auch aus Designerpapier so einen Kranz machen und das entlang von einem Karton oder so kleben. Und dann habt ihr einen ganz süßen Weihnachtskranz. Das war mein kleiner Quick-Tipp zu der Stanze. Und ich hoffe natürlich wieder, dass euch mein kleiner Quick-Tipp gefallen hat. Wenn ja, dann lasst mir doch bitte einen Daumen hoch da. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß bei der Weihnachtsbastelei. Tschüss, eure Brigitte.